Grüße, liebe Gamer-Freunde, zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir hängen gerade an der Wand der Engelsburg. Ich möchte einmal anmerken, warum wurde dieser Mann nicht getötet von meinen Assassinen? Und... Ja. Was zur Hölle war das jetzt einfach? Ist euch einmal aufgefallen, dass ich grundsätzlich nie... Aber... Oh mein Gott, gut, dass wir das getrunken haben. So. Moment. Moment. Moment einmal, bitte. Wir mussten wirklich nur zur Tür. Okay. Das war jetzt nicht clever gemacht von mir. Und eigentlich wollte ich mich auch festhalten. Es war jetzt nicht so, oh mein Gott, bin ich dämlich, ich springe mich jetzt um. Sondern es war eher so gedacht so, aha, scheiß, okay. Okay, krass, krass, da sind, okay. Da sind Leute und ja. Schade aber auch. Halt! Kenne ich euch nicht. Und außer Range gesprungen. Richtig witzig. Und aus den Augen. Und wieder hoch. Und wieder aus den Augen. Und wieder hoch. Wobei, warum muss ich hier hoch? Ach, ich habe keine Lust, die Leute zu treffen. Vor allen Dingen, wo ist die Wache gerade gewesen? Ups. Welche Wache? Moment, welche Wache? War hier eine Wache? Nein. Nein, nein, nein. Also, wir haben uns in der letzten Folge also komplett dämlich angestellt. Halten wir das mal fest. Tschüss. So. Ja, komplett dämlich angestellt, offensichtlich. Haben wir jetzt aber in dieser Folge erst rausgefunden. Schade. Nein, alles okay, alles okay. Ich möchte, das ist super geil, weil beide treffen übrigens nur diesen Pfosten da. Das war jetzt ziemlich witzig. Ich meine, ich bin ja eh schon entdeckt, deswegen kann ich jetzt auch auf die Synchronisation ja sowieso, du sollst nicht immer die Menschen mitnehmen, Ezio. So menschenfreundlich sind wir nicht. Wieso kannst du dich denn manchmal nicht festhalten? Renn! Und so schnell wäre man eigentlich an dieser Tür gewesen. Wenn man es gewusst hätte, dass man zu dieser Tür muss und nicht irgendwo... Weil aber halt, das ist doch keine Geheimtür. Ich meine, es ist eine Tür. Es ist eine riesengroße Tür. Die sieht man. Ein Weg in den oberen Speisesaal finden. Okay. Hallo, jemand zu Hause? Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Ja, vielleicht wollte er auch, dass eure... Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Magst du vielleicht hochspringen? Nein, magst du nicht? Okay. Dann suchen wir halt eine andere Möglichkeit hochzukommen. 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 Ah. Was schon mein, man kann doch hier weitergehen. Hat er gerade nicht gemacht. Witzigerweise kann man hier übrigens meine Assassinen nicht benutzen, sehe ich gerade. Ist eine Frechheit. Alle, hopp. Wahrscheinlich jetzt die Wetter hoch und dann um die Ecke gehen. Ich stelle mich ja gerade sehr geschickt in dem Spiel an, im Allgemeinen. Also, ja. Ich weiß, ich weiß. Sag es nicht. Wir haben richtig Blödsinn gerade gemacht. Oh, ihr seid wieder große Vögel, ne? Ich muss das noch irgendwann mal für das Tattoo, was ich mir machen möchte, fotografieren. Ich vergesse das nur immer, leider.
Ihr seid mein Ein und Alles. Ja, und ihr verlasst mich nicht. Außer ihr stirbt. Aber das ist dann in Ordnung wohl. Es ist traurig, aber wenn eure Zeit vorbei ist, dann ist eure Zeit leider vorbei. Das muss man mal ganz ehrlich. Anhalten! What the fuck? Wie anhalten? Die KI ist schon manchmal echt extrem dämlich, oder? Oh. Hallo? Wie hätte ich denn hier bitte nicht entdeckt werden sollen? Also entschuldigt mal. Wie? So. Die Signora hatten wir ja schon einmal entführt. Das heißt, es ist nicht diese Mission. Die Frage ist, müssen wir jetzt hoch oder runter? Jetzt sind wir runtergegangen. Jetzt wird mir das weggeblendet. Das heißt, wir gehen tendenziell... Oh. Oder Arme. Wobei der Arme, nachher ist das ein Vergewaltiger und Mörder, aber... Na, zu dieser Zeit weiß man das halt alles noch nicht so. Okay. Dann haben wir hier definitiv den falschen Weg eingeschlagen. Das ist aber auch riesig hier angelegt. Ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen cool gemacht, dass man... Dann gehen wir hier mal hoch. Das Betreten der... Tür. Ich muss sagen, ich finde es halt ein bisschen cool gemacht. Wow. Sorry. Muss ich hier durch? Nein. Dass man halt schon wieder... Ich meine, wenn wir uns erinnern, wir waren schon mal in diesem Raum. In einer anderen Mission. Und ich finde es irgendwie cool, dass man immer wieder zu Engelsburg muss, um hier durchzukommen. Wie komme ich jetzt hier hoch? Achso, Bücherregale. Der Hauptmann, der ist zu schnell. Er hat mich wirklich an jemanden erinnert. I believe I can fly. Vielleicht das. I believe I can touch the sky. Na 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 na. Wo muss ich denn jetzt? Gut, dass ich mal wieder nach links drücke und du irgendwas anderes machst. Schlimme dich, Ezio. Manchmal bist du ja schon ein dämlicher Mann. Wisst ihr, was witzig ist? Als ich doch versucht habe, hier irgendwie diese Geheimtür in der letzten Folge zu finden, bin ich genau an diesem Fenster hochgeklettert. Gut, dass man das so machen muss. Oh, wir haben es geschafft, den Papst zu konfrontieren. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich! Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen, es war deine! Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist es nie genug. Cesare! Er will dich vergiften!
Oh. Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich. Und will ich euren Tod, sterbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt? Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! Ein Apfel pro Tag. Schneller als Cesare den Edelapfel erreichen und ich darf niemanden töten. Also man, es ist diese Rede, die er halt mit dem, wenn ich leben will, dann lebe ich. Und das Nehmen, das ist so berühmt, das wird auch in den Trailern halt mega oft benutzt. Nun gut, Cesare. Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! Durch welches Fenster ist die Frage? Ich darf niemanden töten. Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Weise Entscheidung, kleine Schwester. Ist er aber erst doch nicht tot, oder? Oh. Requiescat in pace. Ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Hab Dank. Die Burg durch den... Ach, das war die Tür, mein Gott. Es ist ja so witzig. Ich habe keine Ahnung, wie der Ausgang ist. Wie kommt? Oh, wo ist denn hier der Vordereingang? Menschenskindern. Warum kann man denn hier durch überhaupt? Ist doch alles wieder Quatsch. Gibt es hier noch einen Ausgang? Schätzelein, die sind alle weg. Hallo? Ist das Fenster jetzt auch zu? Jo. Wer hat denn das Fenster? Lucrezia. So, ach, der Ezio ist da. Ja, dann machen wir das Fenster mal zu. Wollt ihr mich verkackeiern? Okay, wartet. Wenn die Türen alle zu sind, ne? Dann nehmen wir einfach mal hier diesen Eingang. Oder Ausgang. Ach, ja, das ist... Assassino! Katzo. Hund. Das ist geil. Um dich kümmere ich mich. Später. Er hätte doch jetzt einfach die Klinge durchstecken müssen, oder? Dann wäre doch Cesare einfach tot. Tod den Feinden von Noxus. Nein, wir sind nicht bei League of Legends. Das ist auch schon... Oh Gott, jetzt geht das wieder los mit der Kletterei. Was zur Hölle? Ja, wir klettern da hoch. Dann richten wir... Ja, fein gemacht, Ezio. Fein gemacht. So, wann müssen wir? Ach, da müssen wir hin. Ich wäre jetzt einfach weiter gerade... Das war gemein. Ich wollte doch niemanden töten, aber das war gemein. Wo jetzt hin da? Das war gemein. Entschuldigung, aber das war gemein. Ach, das ist diese Wendeltreppe, mit auf der ich nicht klarkomme. Wie soll man hier hochrennen? Die Maus ist nicht schnell genug. Das ist das Nervige daran. 4 Minuten habe ich jetzt. Euer Ernst? Ich dachte, ich müsste jetzt einfach... Ich weiß nicht, wo Schilder da hinläuft. Es ist aber auch relativ egal. Ich darf niemanden... Ich habe ja schon... Ich sehe ihn! Schnell! Los, töte ihn!
Wir hätten uns da theoretisch natürlich auch ein Pferd holen können. Aber wir laufen jetzt einfach. Es ist saudämlich, dass ich die hundertprozentige Synchronisation nicht geschafft habe, weil ich einfach diesen einen Menschen getötet habe, der einfach da so wirklich penetrant... Also wenn man da nicht dann plötzlich auf diese Taste drückt, dann weiß ich auch nicht, was mit den Leuten los ist. So, wir haben noch eine Rauchbombe. Das ist nicht so cool. Wir sind aber, glaube ich, fast da schon. Ich glaube, wir müssen... Ah ja, wir müssen jetzt... So. Das ist alles nur zur Ablenkung tatsächlich, damit diese flinken Wachen mich nicht werfen. Anonym werden, um diese Mission beenden zu können. Zu beenden. Wie soll ich denn hier bitte anonym werden? Die sind doch alle hinter mir her. Hier ist kein Versteck. Ah, geschafft. Hallo. Hallo? Ja, niemanden töten. Haben wir natürlich grandios, ja. Grandios, grandios. E halten. Also, es leuchtet penetrant, aber ich weiß nicht, wie ich rankomme gerade. Hallo? Ah ja. Da war die ganze... Es ist so lustig, der Edenapfel, wie er die ganze Zeit versteckt ist. Ihr! Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Wache! Ja, ich glaube, er hat ein bisschen Gift geschluckt. Der Edenapfel. Mit dem Edensplitter aus dem Vatikan entkommen. Keine Gesundheit verlieren. Schaffe ich sicherlich auch nicht. Also momentan läuft meine 100%ige Synchronisation. Da ist der. Eccolo. Ich verstehe gar nicht, wie das geht. Wir haben übrigens die 100%ige Synchronisation auch schon verkackt. Desto mehr Gesundheit verlieren sie. Das hätte mir aber auch jemand mal eher sagen können. Ist ja vollkommen Quatsch dann eigentlich. Ja. Aber irgendwie... Muss ich den... Wartet mal. Ah, so ging das ja. Bumm. Stimmt. So ging das. Da war auch irgendwas mit der Gesundheit. Gut. Jetzt. Gebt es ihnen! Jetzt! Packt ihn! Können wir eigentlich. Nö, Pferd rufen können wir nicht. Im Vatikan werden keine. Können wir nicht. Gebt mir doch! Geht mir nicht auf den Sack, bitte. Ich habe doch eh die 100%ige Synchronisation verloren, also was soll's. So, jetzt schwimmen wir einfach nur ein bisschen. Mein Gott, also... Aber ich scheitere auch wirklich so an so einfache Missionen, wo es eigentlich nur heißt, renn! Rom, August 1503. Warum da jetzt auch August steht, ist ziemlich interessant, weil es wird sich wahrscheinlich tatsächlich schon aufs Ende langsam hinausziehen. Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, doch er lebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt, doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Liebe Freunde, wenn ich diese Mission annehme, kann ich leider nicht, denn die Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.